In diesem Video stelle ich euch mal eine nordhessische Spezialität vor. Den original nordhessischen Speckkuchen. Wer ihn noch nie gegessen hat, der hat was verpasst. Deswegen empfehle ich euch, macht ihn mal nach. Manche meinen sogar, es sei eine Kassler Erfindung, aber so weit will ich nicht gehen. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen. Die Zutaten. Ach, da rennen sie auch schon gerade wieder durch. Aber keine Panik, alle Zutaten sind wie immer unter diesem Video nachzulesen. Für einen Brotteig benötigt man Roggenmehl Typ 997, Weizenmehl Typ 50, Trockenhefe und getrockneten Vollkornsauerteig. Kleiner Tipp, spart euch das Geld, kiloweise dieses Mehl zu kaufen und alles selbst abzuwiegen. Nehmt einfach eine fertige Brotbackmischung, denn diese enthält alle Mehlarten gleich in der richtigen Dosierung zusammengestellt. Und dann kann es auch schon losgehen. Die Brotbackmischung zusammenmixen und an einem sehr warmen Ort gehen lassen. Ich habe sie eine Stunde lang bei 30 Grad einfach in den Ofen gestellt. Natürlich abgedeckt, damit sie an der Oberfläche nicht trocken wird. Der Teig sollte sich dann ungefähr verdoppelt haben. Während der Teig geht, können die anderen Zutaten schon mal vorbereitet werden. Die aufwendigste Arbeit ist, den Lauch zu putzen. Nein. Die aufwendigste Arbeit ist es, den Lauch zu verarbeiten. Da ich eigenen Lauch im Garten habe, musste ich den erstmal ernten. Und nebenbei, ihr seht ja, wie unterschiedlich dick der Lauch ist. Aber es macht Spaß, aus eigenem Garten zu ernten. Nach dem Ernten also erstmal grob waschen, dann halbieren und dann nochmal waschen, denn hier seht ihr, innen drin ist er doch noch sehr mit Dreck und allem möglichen Gefiech. Ihr habt es eben gesehen, die weißen Zwiebeln unten habe ich abgeschnitten, die friere ich ein und mache daraus später irgendeine schöne Sache. Für den Speckkuchen wird ausschließlich das Grüne, naja, unten vielleicht auch noch das Hellgrüne genommen. Und das muss jetzt alles erstmal in feine Streifen geschnitten werden. Unterarmmuskulatur, ich lass dich grüßen. Und irgendwann hatte ich dann tatsächlich 400 Gramm zusammenbekommen. Ebenfalls hatte ich inzwischen die Brötchen in Milch eingeweicht. Jetzt wird schon mal das Backblech gefettet und die eingeweichten Brötchen abgeschüttet. Wichtig ist, nicht ausdrücken. Dann wird der Schmand in eine Schüssel gegeben und die eingeweichten Brötchen dazu. Jetzt die Eier hinzu und alles mit den Gewürzen kräftig abschmecken. Alles gut vermengen und erstmal beiseite stellen. Und jetzt kommt etwas Urtümliches, was ich sonst vorher noch nie gesehen oder selber gemacht habe. Der Speck wird nämlich in Paniermehl gewälzt und erstmal beiseite gestellt. Ich hatte es ja schon vorweggenommen, den Teig habe ich im Ofen gehen lassen. Der wird jetzt auf einer bemehlten Fläche nochmal gut durchgeknetet und dann auf das geölte Blech draufgelegt. Den Teig auf dem Blech gut verteilen, sodass es eine glatte Fläche gibt. Und jetzt kommen die Zutaten obendrauf. Lauch, dann die Schmand-Eiermasse und zum Schluss kommen da obendrauf die Speckwürfelchen. Jetzt wird der noch nicht gebackene Speckkuchen abgedeckt und so lange gehen gelassen, bis er sich sichtlich vergrößert hat. Danach bei 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober- und Unterhitze 30 Minuten lang backen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, so sieht der Speckkuchen dann aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.